Fußball 2000, wir sind wieder da. Die EM gerät ein bisschen in den Hintergrund. André Silva wechselt nach Leipzig, Stefan Reich und ich sind alleine, die anderen sind im Urlaub. Stefan und ich suchen nach einem Stürmerersatz. Wer könnte das sein? Weil André Silva ist ja definitiv weg, aber es gibt einige heiße Kandidaten. Wir reden über das Pokallos in Mannheim und was das mit uns macht. Wirklich freuen tun wir uns nicht, weil wir können wahrscheinlich nicht hin. Während ich hier weiterlaufe und gerade feststelle, dass hier schon besetzt ist, haben das Studio leider immer nur in halben Stundentakten gemietet. Abonniert ihr uns bei Instagram und so weiter und liked und lasst die Glocken und alles Mögliche, was man in den sozialen Medien so machen kann. Ihr kennt das und kriegt von mir dafür ein. Fußball 2000. Marvin und ich haben uns im Staffellauf abgewechselt. Marvin ist jetzt im Urlaub, jetzt muss Stefan Reich. Ich sitze die ganze Zeit hier. Stefan ist die ganze Zeit hier. Willkommen zum, ich mache es jetzt mal in Anführungszeichen, EM-Studio, weil eigentlich ist uns die EM mittlerweile egal. Weil bei der Eintracht geht es wieder los. Glasner wurde vorgestellt und dann gab es auch die erste Hiobsbotschaft, mit der, glaube ich, jeder gerechnet hat, aber nicht mit den Umständen. Stefan, André Silva wechselt zu einem anderen Konstrukt mit einem hässlichen Trikot. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund, mach's gut. Vielen Dank von meiner Seite aus. Tür von außen zumachen, bitte. Stefan, deine Gedanken zu diesem Wechsel? Also ich sag mal so, das war ja klar, dass er geht. Also spätestens mit der Nicht-Qualifikation für die Champions League war ja klar, der versucht es woanders. Ich fand, da waren geile Clubs in der Verlosung jetzt das ganze halbe Jahr schon, irgendwie Atletico und so. Dass er dann zur RB geht, ich sag mal so, das ist wie jedes Mal, wenn RB irgendwie eine Rolle spielt in der Bundesliga, wenn man gegen die spielt oder wenn, keine Ahnung, also einmal pro Woche ungefähr rege ich mich über die auf. So. Also das Wort, was einem bei RB immer einfällt, ist unnötig. Ja, es ist ärgerlich einfach. Es ist ärgerlich, finde ich. Und ich finde, es ist auch witzlos, einfach so eine Bundesliga zu haben, wo halt gewisse Vereine absolut unendliche, unerschöpfliche Mittel haben, weil dann macht es keinen Sinn so richtig irgendwie. Und dass er ausgerechnet dahin geht, ich sag mal so, er persönlich irgendwie, ciao, ne, vielen Dank für alles, geiler Stürmer und so, das kann ich verwinden, aber dass er ausgerechnet zu diesem Werbekonstrukt geht, das tut schon weh auf jeden Fall. Ey. Du hast die unerschöpflichen Mittel angesprochen. Die musste RB meiner Meinung nach gar nicht richtig ausschöpfen. Klar, wir wissen nicht, was da für Seitenzahlungen noch laufen. Aber bei der Eintracht landen, variiert 23 bis 25 Millionen. Da gibt es einige, die sich darüber aufregen, dass das zu wenig ist. Ja. Gehörst du zu denjenigen oder gehörst du eher zu meiner Gruppe, die sagen, Leute, als dieser Vertrag damals gemacht wurde, konnte man bestimmt nicht wissen, dass der so viel Tore schießt. Das ist ein bisschen die Frage. Ne? Ich finde, der Markus Krösche hat sich ja direkt hingestellt und gesagt, ja, es gab eine Option im Vertrag. So. Also das ist jetzt nicht so, dass sie ihn einfach so haben gehen lassen für so wenig Geld. Das will ich, glaube ich, nochmal festhalten, weil das wirkte teilweise in der öffentlichen Diskussion so, als hätte die Eintracht gesagt, ja komm, das reicht. Genau, gell? Genau. Das war der erste Reflex. Genau, der erste Reflex war ja von wegen, oh, ist zu wenig und so. Dadurch, dass eine Ausstiegsklausel ist, die höchstwahrscheinlich vor zwei Jahren irgendwie verankert wurde, wo nicht absehbar war, dass André Silva 138 Tore schießt, so, schmälert das wieder irgendwie so ein bisschen das Ding für mich, weil ich denke, okay, was willst du da machen? Ne? Und das dann ausgerechnet, dass er sich halt belabern lässt, da irgendwie zu RB zu gehen, ist halt bitter, weil die Ausstiegsklausel von der Höhe hätte natürlich auch irgendwie Atletico oder sonst wer aus England oder so zahlen können. Das wäre für mich emotional weniger eklig gewesen so. Jetzt ist es aber so und 25 Millionen Euro ist zu wenig für den insgesamt, finde ich. Der hat 28 Hütten gemacht, der ist ein astreiner Strafraumstürmer, auch von der Qualität, die du so in der Bundesliga, auch also hinter Lewandowski und Haaland und so, auch schwer findest. Deswegen hat RB da tatsächlich einfach auch einen guten Deal gemacht. So. Angesichts dieser Klausel ist es dann aber so. Und dann musst du jetzt mit 25 Millionen Euro, das ist auch nicht wenig, so gerade zu Corona-Zeiten, da musst du jetzt halt das Beste draus machen. Und einen holen, der in zwei Jahren oder so weit ist wie André Silva jetzt halt. Ich muss sagen, diese André Silva-Causa ist für mich sehr, sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, ob es mit dieser Abgestumpftheit zu tun hat, die Saison hinterlassen hat, die Corona hinterlassen hat, die den Verlust der Büffelherde hinterlassen hat. Ich habe irgendwie gar nichts gefühlt, als diese Meldung kam. Also es war einfach so, ich habe, wie gesagt, damit gerechnet. Zu André Silva hatte man, glaube ich, auch nicht so eine emotionale Beziehung wie wir beide auf jeden Fall mit André Rebic. Wir sind ja die André Rebic Selbsthilfegruppe, wir haben es immer noch nicht verarbeitet. Für uns ist André Rebic immer noch einmal in der Woche. Wir treffen uns einmal in der Woche. Reden einfach drüber, weißt du? Wie geht's dir? Was macht das mit dir? Probier ihn anzurufen. War eine schwierige Woche für mich. So. Hat er jetzt wieder da getroffen, gell? Da hatte ich einen kleinen Rückfall. Nein, auf jeden Fall bei André Silva war es bei mir so. Mir ist bewusst, dass das wahrscheinlich ein Stürmer ist, von der Qualität, die wir wahrscheinlich nie wieder haben werden. Ja. Das ist ein internationaler Topstürmer, ja. Der ist vielleicht für das ganz obere Regal nicht reicht, aber damit hat der Eintracht eh nichts zu tun. Und trotzdem
ist es nicht so, dass es mir das Herz rausreißt, wenn er geht. Und das fand ich ein bisschen merkwürdig. Und da bin ich auch tatsächlich noch auf der Ursachensuche bei mir selber. Weil eigentlich wäre das ein Ding für eine Alarmstufe Red gewesen. Zu denken, dieser Drecks-RB-Laden holt uns unseren Stürmer weg. Dann auch noch für wenig Geld, wo du weißt, okay, scheiße, das ist vielleicht für Corona-Zeiten okay, aber eigentlich ist es viel zu wenig, weil das eigentlich mal dieser Moment gewesen wäre, wie wir es bei Jovic hatten, zu denken, der performt so sehr, wir kriegen 60 Millionen Euro, Wahnsinn. War jetzt nicht so, aber trotzdem, ich muss leider sagen, ich werde es weiter beobachten. Vielleicht hat das auch mit diesen Würsten hier zu tun, die ich vor 3 Wochen gegessen habe. Es hat aktuell noch nichts mit mir gemacht und ich bin eher gespannt, wer jetzt kommt, und da gibt es ja einige Kandidaten, und du bist ja hier der Journalist von uns beiden, wer ist denn da so in der Verlosung? Also wer da höchstwahrscheinlich jetzt kommen wird, das schreiben schon diverse Kollegen von diversen Medien, das ist dieser Rafael Santos Borre. Erste Bilder, die man so sieht, ist auf jeden Fall. So ein kleiner Terrier. Der könnte auch eine Alarmstufe Borre machen. Genau. In Zukunft will ich auch, dass ihr Instagram-Abonnenten seid. Ein Like für das Video da lasst und alles, was man auf sozialen Kanälen so machen kann. So ein kleiner Terrier, irgendwie 1,74 groß, sehr dynamischer Typ so, auch ziemlich giftig auf jeden Fall, was ich so gesehen habe, was ich gelesen habe. Mich da gestern so ein bisschen reingefuchst irgendwie, und das könnte einer sein, der gut passt auf jeden Fall zu dem Fußball, den der Glasner spielen lassen wird. Das ist jetzt nicht so ein 1:1 Silber-Ersatz, glaube ich. Also das ist, der spielt schon Mittelstürmer auch, aber das ist jetzt nicht so ein Killer, glaube ich, wie der Silva, aber dafür hat er andere Qualitäten. Und zwar ist der, glaube ich, ein extrem guter Pressingstürmer. Also der geht wirklich wie so ein Kampfhund, geht der irgendwie, läuft der die Abwehrspieler an so. Ist extrem dynamisch, geht gerne selber steil hinter die Kette oder geht halt auch, bewegt sich extrem clever im letzten Drittel. Also der merkt, siehst bei dem ganz klar, wenn der merkt, dass er selber nicht mehr in die Abschlusssituation kommt, weicht er immer aus auf den Flügel und zieht die Abwehr raus, damit sein Sturmpartner quasi den Raum bekommt. So. Also das wirkt wie ein sehr dynamischer, giftiger, aber sehr cleverer Spieler auf jeden Fall. Ja, deine Ausführungen haben aber in meinen Kopf jetzt Gedanken geschossen, wie eigentlich wäre das der perfekte Stürmer neben André Silva gewesen. Das heißt, dadurch, dass André Silva weg ist, brauchen wir einen neuen. Und da ist ehrlich gesagt ein Name aufgetaucht, wo ich dachte, bitte. Und ich habe dich direkt gestern angerufen und gesagt, ganz ehrlich, egal wie vage dieses Gerücht ist, wir werden das hier befeuern. Wir haben gelesen, dass Sasa Kalajdzic bei der Eintracht im Gespräch ist. Und Leute, tut es, wenn du hier zuschaust, Kalajdzic. Ja, come on. Unsere Arme sind offen. Auf jeden Fall. Eintracht, wenn ihr noch ein bisschen Geld braucht. Ja, komm. Das kriegen wir schon irgendwie. Zusammen. Wir machen wie viel hier, hast du dabei? Ich habe nur Karte, aber ich kann euch was PayPal. Auf jeden Fall, also Kalajdzic würde ich nämlich sagen, weil du hast gerade diesen Stürmer beschrieben. Und wenn ich mir vorstelle, dass Borre vielleicht eher, ist es vielleicht sogar ein Kamada-Ersatz, der quasi diese Position, die Jovic teilweise hatte, Yunus teilweise hatte, hinter diesen Spitzen, dass er derjenige ist, dass du einen Mittelstürmer hast plus ihn in der Mitte. Und wenn Kalajdzic und Borre, klar wissen wir nicht ganz genau, wie es laufen könnte, aber ehrlich gesagt, wäre das was Emotionen in mir hervorrufen würde, wo ich denken würde, geil, dieses Kalajdzic, ich habe es gestern auch in der WhatsApp-Gruppe bei den Boys geschrieben, das Kalajdzic-Gerücht hat mich irgendwie in die. Das war meine Saisonvorbereitung. Das ist mein Saisonstart. Auf jeden Fall. Ich fände das auch mega. Und das ist genau das Ding, weil dieser Borre auf jeden Fall irgendwie, da war ein Kollege aus Argentinien bei Sky in der Sendung, der sagte auch, das ist eigentlich ein Stürmer, der braucht einen großen ersten Stürmer neben sich, um den er so drumrum wuseln kann. So. Der kann auch hängende Spitze spielen, der spielt auch ein bisschen, lässt sich auf die Seiten fallen, damit der andere ein bisschen Platz hat. So. Und wenn du dann so einen Funkturm in der Mitte hast, wie den Kalajdzic, Alter, da brauchst du ja nur noch die Bälle hoch reinprügeln, so, dann, ey, das wäre die absolute Traumkombi. Wirklich. Ich habe jetzt fast wieder ein schlechtes Gewissen, weil in dem Moment, wo wir es hypen, hat die Eintracht vielleicht schwerere Verhandlungen, weil der Hype-Train schon losgefahren ist. Tut uns leid, das hat uns völlig kostet überfahren. Eine Million, ey. Weil wirklich, das ist ehrlich gesagt ein Stürmer gewesen. Ich hätte mich gar nicht getraut, den in unsere typische Sommerloch-Verlosung zu machen. Ich meine, wir kennen es alle. Da würden wir irgendwelche erfundenen Internetadressen oder das so scheint sicher zu sein. Gell? Und aber Kalajdzic, ich hätte mich nicht getraut, den ins Gespräch zu bringen, weil ich dachte, vielleicht ist er ein Regal zu weit oben. Aber, und mein Gedankengang ist ehrlich gesagt, wenn du Borre und Kalajdzic holst, gegen Silva und Kamada tauschst, dann könnte sich das, glaube ich, sogar ausgehen, wie der Österreicher sagen würde. Oh ja, also das muss man natürlich gucken. Ne? Der Borre, der hat es ja in Europa schon mal versucht und es nicht geschafft bei Atletico und Villarreal. Gut, er ist jetzt ein bisschen älter und so, aber wenn trotzdem. Wenn sich einer mit Scheitern auskennt, dann wir beide. Absolut, das ist ein Kernkompetenz. Wir haben trotzdem weitergemacht. Und jetzt guckt, wo wir sind. Und jetzt. Guckt, wo wir gelandet sind. Wir. Genau. Was soll ich jetzt sagen? Genau, es kommt trotzdem eine neue Liga aus Südamerika, spielt jetzt noch die Copa, also er steigt ein bisschen später einsteigen ins Training. Da muss man natürlich gucken, ob der das erste halbe Jahr dann direkt zündet. Und Kalajdzic, ey, so geil ich das fände, und das würde ich wirklich krass abfeiern. Aber sollte der kommen, machen wir bei Fußball 2000 eine Kalajdzic-Party. Wenn der nicht irgendeine Fantasieklausel in seinem Stuttgart-Vertrag hat,
dann wird es extrem schwierig, den zu bezahlen. Weil der Typ ist wie alt? 22 oder so, glaube ich. Der hat auch seine 14 Tore gemacht 17, oder so. 17, glaube ich sogar. 17 Tore sogar. Da kommen jetzt wahrscheinlich zweimal. genau. Nein, keine Ahnung. Heißt doch ganz anders. Spielt gar nicht bei Stuttgart. Genau. Gab ein Gerücht. Ist eigentlich Basketballer. Wie sitzt der? Ja, also das wird extrem schwierig, den zu holen. Also ich kann mir eher, tatsächlich, glaube ich, eher, dass die sich nach Frankreich orientieren. Das Gerücht gibt es ja auch schon relativ lange jetzt um diesen Randall Kolo Muani. Alleine wegen des Vornamens. FC Nantes von Le Canary. Genau. Allein wegen des Vornamens Randale quasi muss der zu Eintracht kommen. So. Und das ist, glaube ich, ein ähnlicher Spielertyp. Der ist auch relativ groß, 1,94 oder sowas, glaube ich. Kommt jetzt hier wahrscheinlich wieder. Bam. So. aber auch so ein, der ist noch ein bisschen beweglicher, glaube ich, als der Karadzic. Also auf jeden Fall musst du eigentlich noch einen für die Mitte holen. Im Idealfall in einer perfekten Welt wäre das Sascha Karadzic. Oder Sebastian Haller. Oh, orgiastische Zustände hier, ey. Die Sendung dürfen wir erst ab 22 Uhr ausstrahlen. Also das wäre natürlich, das habe ich irgendwann mal. Nein, was ich damit sagen will, lass uns kurz auf eine ernste Ebene brechen. Was ich sagen will, durch die Verpflichtung von Borre, die ja, wie du sagst, zu 99% sicher scheint, alle vermelden es, da fehlen jetzt nur noch irgendwelche Modalitäten, die du noch nicht machen konntest, weil er, wie gesagt, noch im Einsatz ist. Aber ich glaube nicht, dass das noch schief geht. Aber es könnte ja dafür sprechen, dass genau das, was du gesagt hast, auch was der argentinische Kollege beschrieben hat, dass du einen großen Stürmer brauchst. Und da landest du natürlich bei dem Stürmer vom Nantes, bei Karadzic, bei Haller. Natürlich denken wir Eintracht-Fans an Haller. Haller wäre so, das wäre noch geiler als Karadzic einfach. Ich meine, der Typ, der ist jetzt ja auch... Gleich geil. Jetzt haben wir Karadzic, der sitzt zu Hause, hat schon seine Sachen gepackt. Dann sitzt du hier. Pack die Tasche jetzt wieder aus. Genau, okay. Nee, dann halt nicht. Dann nehme ich dann. Dann, ich aber dann nimm doch den Haller. Nee, aber ich glaube, das ist ja aber schon eine Änderung im Eintracht-Spiel, meiner Meinung nach. Also du siehst schon, dass der da vorne ein bisschen umstellen will, weil dieses, okay, Silva ist da und immer irgendwie ein Partner dazu, ändert sich jetzt schon im Sinne von, okay, du hast wieder einen Tank da vorne, den hatten wir ja nicht, und hast jetzt irgendwie einen kleinen, schnellen, ich traue es mich nicht auszusprechen, aber einen kleinen, schnellen Raumdeuter wie Thomas Müller. Ach, Raumdeuter, ey. Ja, aber wahrscheinlich ist er genau das. Und ich glaube, wie gesagt, der passt extrem gut zu dem Glasner-Fußball so, das ist so ein richtiges Gift. Und ich glaube, der bringt auch das Potenzial mit, dass die Leute den hier in Frankfurt richtig abfeiern, weil das ist so ein richtiger... Ich habe drei Bilder von dem gesehen so und habe schon das Gefühl, ich habe seine WhatsApp-Nummer. Ja, also ey, ein absoluter, wirklich emotionaler geht's nicht so. Und was meinst du, was los ist, wenn hier wieder irgendwie 50.000 Leute ins Stadion dürfen und der Typ da irgendwie einen den gegnerischen Innenverteidiger an der Eckfahne anläuft und umwemmst so, Alter. So, also ich glaube, der bringt auch so ein gewisses Potenzial zum Fanliebling mit, aber es steht und fällt damit, dass die Eintracht noch einen holt, einen langen für die Mitte. So machen wir es. Ich hoffe, dass wir diese Position, diese Situation da vorne einigermaßen umrissen haben. Jetzt hast du was angesprochen, was mir ein bisschen das Herz bluten lässt. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr die Stürmersituation bei der Eintracht seht, ob ihr andere Kandidaten habt. Vielleicht habt ihr noch einen größeren Stürmer gefunden als wir. Noch besseren Karadzic. Noch einen besseren als Haller und Karadzic, wissen wir nicht. Aber du hast Zuschauer angesprochen. Und ich muss sagen, wenn ich gesagt habe, dass Karadzic mich ein bisschen emotionalisiert hat, hat mich die DFB-Pokalauslosung, die gestern war, auch emotionalisiert. Mega. Aber leider auf eine negative Art und Weise, weil wir Waldhof Mannheim zugelost bekommen haben. Und das Erste, woran ich denken musste, war nicht geil Mannheim, sondern scheiße, ich darf wahrscheinlich da nicht hin. Ja, also ich muss mal sagen, dass das Los ist eh, ich meine, es ist ein geiles Los so, durch die Fanfreundschaft und so weiter und schon gut und so. Aber dadurch, dass du es vor zwei Jahren hattest, war ich auch ein bisschen enttäuscht, so muss ich sagen. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich hätte mir irgendwas so Lautern oder so mal gewünscht, das wäre richtig geil gewesen, ey. Gibt's die noch? Ja, Oberliga mittlerweile. Liest immer Oberliga Südpfalz. Man liest immer ab und zu ein paar Horrormeldungen und denkt irgendwann, okay, das muss jetzt die letzte Meldung gewesen jetzt sein. Jetzt sind sie aber wirklich tot. Jetzt sind sie tot. Also genau. Jetzt, das war's jetzt. Aber ja. Nee, die schlagen sich wacker. haben, glaube ich, eine Insolvenz, dass ich mich nicht irre, aber ist ja auch geil. Ja, Los selber ist halt so ein bisschen meh und so. Und dann weißt du natürlich, ja, richtig Auswärtsfahrt und so wird es halt auch nicht geben. Schwierig. Ja, wie gesagt, mir blutet das Herz, du hast angesprochen, wir haben da schon gespielt und ich habe da eine sehr, sehr lustige Zeit gehabt. Wahrscheinlich blenden wir jetzt hier ein Bild ein, wo ich sehr betrunken irgendwo rumstehe. Aber es war natürlich auch geil, dieses Spiel. Ante Rebic, da ist er wieder. Das war sein letzter Spieler. Kam rein, war richtig genervt und hat gesagt, boah Leute, muss ich es jetzt hier wieder machen? Alles klar, dann mache ich es. Drei Hütten gemacht, dann noch was. Genau, ne? Spiel gedreht, 5-3 gewonnen. Wie gesagt, die Stimmung war schon richtig geil. Es ist aber so, dass es für mich nicht nur um den Pokal geht, sondern wenn Ausblick auf die neue Saison und der Pokal ist ja so das Erste, was dann stattfindet, da kommst du so locker rein, du hast dein Kicker-Sonderheft in der Hand, dann fängt die Pokalrunde an, fängst du so ein bisschen langsam an, dich irgendwie reinzuhypen. Ich habe ehrlich gesagt Angst vor der neuen Saison, weil wieder und immer noch, und ich klopfe mir jeden Tag auf die Schulter, dass ich hier 70 blaue Flecken habe, dass ich überhaupt die letzte Saison überstanden habe ohne Zuschauer. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, uns besteht noch eine bevor,
wo nicht ganz klar ist, wann, wo, wie, was, wie viele Leute da sind. Und ich glaube, wenn Fußballfunktionäre einen feuchten Traum hatten, dann eine Ausrede zu haben, um Auswärtsfans zu verhindern. Und den haben sie jetzt leider. Ja, muss mal gucken. Es ist alles so irgendwie mit so vielen Fragezeichen behaftet. Also auswärts wird tatsächlich, glaube ich, allein durch so Anreise und so weiter wird schwierig. Ich habe die große Hoffnung, dass es halt irgendwie einen Modus gibt, was ich mit Impfausweis oder was auch immer, so, dass du dann zu Hause wenigstens deine 30.000 oder so reinbekommst. Achso, ich habe gedacht, dass ich wenigstens zu Hause gucken darf. Dass ich wenigstens zu Hause. Dann zeige ich mir selber meinen Impfpass. Ich darf zu Hause nur noch mit Impfpass rein, deswegen. Ich darf den Fernseher nicht mehr anmachen, ich bin dann geimpft. Okay, nee, hat so eine Kindersicherung. Nur so eine Kopf-Kopf-Pass. Nur noch geimpft, dürfen Fernsehen schauen. Initiative vom Fußball 2000. Ja, es wird halt, keine Ahnung. Es wird halt schwierig. Ne? Schreibt immer in die Kommentare, ob ihr schon geimpft seid. Ja, impft und wenn nicht, dann lasst euch impfen. Ich schalte die aus. Alter. Genau, und dann schalte jetzt aus und geht euch impfen lassen, ey. Nein, ja. Nein, aber die Saison hat trotzdem, wie gesagt, wir gucken gerade raus, Deutschland hat auch eine dunkle Wolke. Also es ist nicht so, dass es ausschließlich irgendwie, weil ich dachte so letzten Herbst und so, dachte ich, okay, komm, scheiß drauf, wir ziehen es jetzt durch, die Saison, und dann ist es halt so, und dann kommt August und dann kommt September und dann fängt Mitte September die Europa League an. Und bis da habe ich die ganze Zeit naiv war. Ich habe auch gedacht, bis dahin wird es schon durch. Ich war der Naivste von allen. Also ich habe gedacht, der ganze Käse ist im Februar, März gegessen. So. Hey. Und dann sind wir alle geimpft, Reichen, es gibt kein Corona mehr. Stefan Reich mit einer einsamen Fahne zu Hause, where is everybody? So. Naja, nee. Gut, aber kann ja auch keiner wissen, irgendwie mit diesen blöden Varianten und so. Ja, müssen wir mal abwarten jetzt einfach. Das hilft ja nichts, ey. Müssen wir abwarten tatsächlich. Ich würde euch jetzt gerne sagen, freut euch dann auf die Saison drauf, weil da muss es safe wieder alles möglich sein. Und was passiert da? Da gibt es eine WM in Katar. Also, Fußball blickt in eine sehr rosige Zukunft. Jetzt finde ich keine Überleitung. Apropos rosig, ist ein bisschen flach. Wir haben natürlich wieder unsere beliebte Kategorie, die ich verschlafen habe leider. Deswegen muss ich heute eine Strafe absitzen. Da kommt Schlamm mit, weil es ist ja tatsächlich noch Europameisterschaft. Deutschland ist jetzt nicht mehr dabei. Hier werden Pakete ausgeliefert. Was hast du uns geliefert, lieber Stefan? Du bist sehr kreativ und absoluter Connoisseur dieser Kategorie. Absolut, ich liebe diese Kategorie wirklich heiß und innig. Ich habe gedacht, das letzte Mal war es ja ein bisschen, oder generell mit den Wimpern, auch mit den Dackelohren, das ist ja alles Lifestyle. Lifestyle, Mode, so Oberbegriff, würde ich sagen. Aber es gibt ja auch sehr viele sehr, sehr nützliche Schlandartikel, also wo man wirklich auch im Alltag quasi die eine Funktion haben, die man gut gebrauchen kann. Also ich meine, die Wimpern kann man natürlich auch gut gebrauchen, die Dackelohren auch. Aber gerade zu Corona-Zeiten ist ja natürlich extrem wichtig, immer noch mit Maske irgendwie in Innenräumen und so, damit man sich nicht ansteckt. Das sind die 5 partikelfiltrierenden Halbmasken, nicht medizinisch einzeln in PE-Beuteln foliert. Schwarz-Rot-Gold. Wunderschön. Ist jetzt leider so, dass die Deutschen dann natürlich raus sind. Bis vor ein paar Tagen konnte man sie noch als Belgien-Maske tragen. Da muss man mal den Kopf schief halten. Oh. genau. Ja, aber echte Deutschland-Fans, die gebe ich ja nicht auf, nur weil die Mautschreide, gell? Die Delta-Variante einfach wegpatriotisieren, weißt du? Kannst sie einfach. Dann mach das doch mal vor, dass unsere Zuschauer da zu Hause das dann nachmachen können. Also, ihr kennt ja das Spielchen. Na, so. Dann hier festmachen. Und jetzt bin ich quasi. Ich bin eh safe, weil ich bin geimpft, so, aber jetzt bin ich quasi doppelt safe und ihr seid auch alle safe. Wegen dieser wunderschönen Schlammmaske. Du hast aber nicht nur einen Artikel dabei, hast du mir vorher gesagt. Eigentlich wollte ich cheaten und sagen, ich nehme den zweiten Artikel und tue so, als hätte ich den gefunden. Aber Fußball 2000 steht auch für volle Transparenz. Der zweite Artikel ist auch von Stefan. Ich muss gleich meine Strafe hier absitzen. Das ist noch ein Relikt aus dem 1-Euro-Shop, wo ich war und den du aufgekauft hast. Die Dackelohren gefunden habe. Weil ich dachte, okay, so, wenn ich die Dackelohren, wenn die verbraucht sind, dann habe ich noch was in der Hinterhand. Ist jetzt wieder eher Lifestyle, würde ich sagen. Und ganz fantastisch, an den Glitzer-Deutschland-Einhörnern-Aufkleber finde ich die Kombination dieser Dinge. Halt das mal bitte länger in die Kamera. So, hier sehen wir es. Aufkleber in Einhornform, glitzernd und in Schlandfarben. Da kommt das Beste aus 4 Welten zusammen. Es sind Aufkleber, es sind Einhörner, es ist Schland und es glitzert. Also finde ich toll. Das ist quasi der Sascha Kalajdzic unter den Fernsehern. Also, da hast du alles. Das ist klar. Gute Technik, Kopfballspiel, weißt du, netter Kerl. Damit kann nichts schief gehen. Ich kriege sie leider nicht auf, merke ich gerade. Komm her. Ah, doch, hier, warte. Ja, siehst du. Genau, ich weiß. Besser als bei der Maske, davon gibt es wenigstens 2, da kannst du mir einen abgeben. Genau. Wo also wir uns das ungern hin? Eigentlich, aber wir können ja tauschen. Hast du ein Sticker-Album?
Ich hab dir doch schon eins geschenkt, dass du vergisst. Nee, ich meine so ein richtiges wie früher in der Grundschule. Also, nee, das habe ich leider. Okay, ich also, habe meine Diddelmäuse gefressen. Ist eventuell was für die, vielleicht auch für die Wange oder so? Da bin ich mir aber jetzt nicht so ganz sicher. Wir können es ja mal ausprobieren, ob wir dann dermatologisch. Ja, ich hab noch einen Termin, aber ich will Glitzer-Schlandreste haben. Gut, ich nehme auf jeden Fall mal so, ich weiß auch gar nicht, geht das überhaupt ab oder ist das so ein Auf? Okay, mach's nicht kaputt, bitte. Dann fasse ich es lieber weiter nicht an. Das ist aus meinem Schreibt mir mal in die Kommentare, was habt ihr weitere Schlandartikel gefunden? Und ich habe ja schon angekündigt. Oh, schau. Willst du? Wo soll ich das jetzt hinmachen? Auf die Stirn. Auf die Einhorn. Ja, hier kommt. So, Freunde. Wie Charles Manson. So, Freunde, ich hoffe nicht, dass ich vergesse, das abzumachen. Und nachher im Rewe irgendwie merkwürdig. Sie müssen nicht bezahlen. Kein Problem. Nee, gehen Sie einfach. Gehen Sie einfach. Brauchen Sie noch was? Nein, auf jeden Fall, ich habe ja schon gesagt, ich habe es verschlafen, weil Deutschland ist ausgeschieden. Dann habe ich Deutschland komplett vergessen. Ich sitze ja hier in meinem Mason Mount Trikot. I told you guys, England all the way. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass England das macht und würde mich tatsächlich darüber freuen. Auch wenn ich meinem Kollegen Mount nicht Glück gebracht habe, als ich das Trikot hatte, hat er direkt Corona bekommen. Naja, oder war zumindest in Quarantäne. Ich bastel mir und das sind tatsächlich die gleichen aus der letzten Sendung, wo ich die gegessen habe. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht, Stefan, find mir auch raus, dass die, wenn du die ein bisschen reifen lässt, du, das ist ja bei einer besser guten, schmecken. Das ist ja bei einer guten Stadionwurst auch so, ne? Das kennt ja jeder. Man holt sich eine Stadionwurst im Heimspiel. Erstmal drei zuvor, Wochen zu Hause. Und dann nimmst du das zum Europa League-Spiel drei Wochen später mit. Lässt du dir zurücklegen. Weißt du? Leg es nochmal ganz hinten auf den Grill. Ich komme in zwei Wochen wieder. Dann will ich, dass die fertig ist. So, ich bastel jetzt hier ziehen. Weiter in Hotdog-Korn die Kamera mitkommen, weil letztes Mal haben wir das nicht Food-Tutorial-mäßig gut gemacht. Also. Meine lieben Freunde, hier ein Brot. Ist auch eine Kochsendung hier übrigens, ne? Tatsächlich, wie ist ein Koch-Lifestyle. Kochen 2000. Rich in Red Fashion, Kochen und Lifestyle. So, dann habe ich auf jeden Fall hier, ich habe hier noch Ketchup, das kommt dann hier drauf. Mach ruhig ein bisschen mehr Ketchup. Ja, ich will ja auch noch Platz für das Brötchen ist jetzt natürlich ein bisschen trocken, ne? Das wird natürlich durch den vertrockneten Senf nicht besser. Das tue ich jetzt hier mal drauf. Dann haben wir hier Senf und Ketchup und aus Zeitgründen mache ich dann noch ein weiteres Brot hinauf, presse das ein bisschen und dann fällt hier schon der Senf raus, aber ist egal, das ist Ketchup auch auf dem Boden, hier ist es gut geputzt und voller Genuss, drei Wochen alter Stadionwurst. Und? Sieht eigentlich ganz lecker aus. Magst du mal beißen? Kennst du das vom Badesalz, Bettina? Magst du mal ein Stück? Nee. Liebe Grüße an die beiden. Ich muss sagen, der Geschmack ändert sich nicht und das macht mir ein bisschen Sorge. Ja gut, ey, das kannst du, das ist so, weißt du, wenn irgendwo ein Atommeiler explodiert, dann irgendwie in 2000 Jahren, wenn nur noch Kakerlaken irgendwie auf so einer postapokalyptischen Erde leben, dann ist das was auf jeden Fall genauso frisch noch ist, so wie so ein McDonald's-Burger oder so. Ey. Guck mal, scheint ganz weltsnimmer, aber da habe ich noch so einen Haribo-Hotdog. Das ist eigentlich ganz lecker. Ja, rettet dir dein Leben. Ja, meine lieben Freunde, ich arbeite weiter daran. Und wenn wir hier schon beim Thema Deutschland sind, dann, und England habe ich auch schon angesprochen. England hat Deutschland rausgehauen, tatsächlich. Ja. Jogi Löw, vielen Dank für alles. Ciao, Mama. Nimm mich mal ein bisschen mit, wie ist deine aktuelle EM-Stimmung? Bei mir ist es tatsächlich so, ich bin jetzt ein absoluter England-Event. Ich will, dass sie das Ding gewinnen. Da sind geile Spieler dabei. Calvin Phillips ist so mein neuer Favorit. Nachdem Mason Mount ja so ein bisschen raus war durch die Quarantäne, hat aber jetzt auch eine Vorlage gegeben. Aber wahrscheinlich ist es so, dass ein Großteil der Leute denkt, dass das der Gewinner der Euro in dem anderen Halbfinale entschieden wird. Also England spielt jetzt gegen Dänemark, das andere ist Italien gegen Spanien. Es ist schon so, bist du auch auf dem Italien-Train? Also ich muss sagen, ich finde Italien mega geil. Die Truppe ist fantastisch, Alter. Wenn man sieht, wie die irgendwie sich auf dem Platz echt füreinander zerreißen und was die für einen Spirit haben, so finde ich richtig geil. Und muss auch sagen, das ist ja auch... Du musst jetzt ein bisschen länger reden, weil es sehr lange das Schuh verarbeitet. Bau dir aber, beißt dir nichts aus, da kein Zahn oder so. Und man muss auch sagen, das war ja auch nicht immer so, die spielen richtig geilen Fußball, ne? Also das ist irgendwie Catenaccio und dann 1-0 irgendwie sich durchwieseln, das machen die halt nicht mehr, sondern die spielen richtig, richtig geil. Viele, viele Spieler, die ich extrem geil finde, der Chiesa zum Beispiel, Alter, was für eine absolute Vollrakete das ist, so. Jetzt muss Insigne warten, bis ich ihn loben kann, bis ich genau, Insigne zum Beispiel. Absolute Oldschool-Zehner. Super geil, wirklich. Also finde ich, das ist eine geile Truppe und vor allem bringen die auch so einen Spirit mit, den ich echt extrem schätze an so Fußballmannschaften. Deswegen hätte ich auch überhaupt nichts dagegen, wenn die das Ding machen würden. Ich würde aber, und ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, wenn es die Engländer machen würden. Alleine für diese geilen Bierduschenbilder, die es dann aus irgendwelchen Pubs gibt oder so. Wo so 30 Hektoliter Bier, also wie einer in so einer Wolke aufgehen. Du hast teilweise das Gefühl, das wird nur dafür gekauft. Das ist echt so. Ey. Manchmal anhand der Farben zu urteilen, kaufen die, glaube ich, auch Wasser. Weil die wissen, okay, das muss ich hier irgendwie. Ja, so ein Bier zum Trinken und Wasser zum Schmeißen. So. Clever eigentlich.
Und fände ich auch in Ordnung so. Die haben mal auch wirklich seit 1966 nichts gewonnen so. Und das Finale ist bei denen zu Hause. Also das ist schon, kann man auch machen. Aber natürlich die große, große, große Geschichte wäre natürlich Dänemark. Also das nach der so Action mit dem Eriksen-Zusammenbruch im ersten Spiel, dann mit diesen zwei Niederlagen, die sie danach kassiert haben, mit diesem Knoten, der dann geplatzt ist im dritten Spiel. Und dann marschieren die ja jetzt. Das letzte war jetzt nicht so gut gegen die Tschechen. Das war ja schon so ein bisschen eher 50-50, würde ich sagen. Aber das wäre natürlich die Geschichte, wenn der Eriksen da mit seinem frisch implantierten Herzschrittmacher oder was es ist, oder so eingebaute Defibrillator oder so, dann diesen Pott hochhalten würde. Also wow, wow, wow. Bitte, 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 lieber Fußballgott. Bitte. Ist tatsächlich, glaube ich, so. Ich glaube, das ist ein Tisch, da sitzen vier Leute und die einzigen, die aufstehen sollen, sind die Spanier. So, ja. Ich glaube, du findest für alle anderen drei findest du Argumente, du hast sie eben genannt. Aber Dänemark wäre schon die Feel-Good-Story und ich glaube, ja, absolut, wir haben alle Bock auf solche Szenen. Weil, wie du es angesprochen hast, man fühlt mit diesem Team. Du hast gesehen, hast du die Bilder gesehen, wie Heuberg, glaube ich, nach dem Spiel geweint hat. Ja, ja. Du merkst schon, dass da viel positive, negative, erleichternde Emotionen da sind. Also glaube ich schon, dass wir hier vom Fußball 2000 eine Empfehlung aussprechen. Dänemark sollte dieses Turnier gewinnen. Wir werden es weiter beobachten. Wir sind nächsten Montag wieder da. Dann ist Marvin auch, glaube ich, aus. Wir wissen, wir schauen mal, wer hier nächste Woche sitzt und ob hier überhaupt jemand sitzt. Ich bleib einfach sitzen. Der Tonmann hat schon sein Interesse angemeldet. Meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt Kommentare, lasst Likes da und alles, was man so macht. Und esst auf keinen Fall diese Wurst. Fußball 2000. Letzte Woche war die Welt noch in Ordnung. Da waren wir auch hier. Deutschland war noch im Turnier. Andres Hilwer war noch nicht bei dem Konzernclub aus Leipzig. Und dieser junge Herr hier hat eine wunderschöne Ansage gemacht. Jetzt macht er eine wunderschöne Absage. Also erstmal Entschuldigung, ich wurde letzte Woche wirklich auf dem falschen Fuß erwischt. Nee, bester Podcast der Welt, bester Video, beste Jungs. Geiles, alles, was die machen, ist sensationell cool. Folgt, kommentiert, habt Spaß, schaltet nächste Woche wieder ein und jetzt. Dankeschön. Also geht doch. Tschö.